Hallo Sebastian, freut mich sehr, dass du heute da bist, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das kleine Interview. Bevor wir thematisch reinsteigen, gleich zu Beginn, wer bist du, was machst du hier am HHZ? Ja, genau, ich bin seit 2018 als Doktorand hier am HAZ, habe meinen Forschungsschwerpunkt im Bereich KI und IoT. Ist das mal eine sehr wilde Kombination, aber es geht primär darum, mit Hilfe von KI Schnittstellen von IT-Systemen zu erlernen und diese dann zielgerichtet zu adaptieren und zu integrieren. Also sprich, wir arbeiten hier sehr viel im Bereich Sprachverarbeitung. Wir versuchen Dokumentationen maschinell zu verarbeiten, die Schnittstellen beschreiben und diese dann zielgerichtet auf Basis einer Definition eines höherwertigen Ziels durch einen Entwickler zu integrieren. Sehr spannendes und auch zukunftsträchtiges Thema. Du hast mir aber im Vorfeld auch schon erzählt, dass du an mehreren Projekten arbeitest. Du hast uns heute auch ein Projekt mitgebracht, das den Namen 5G Precise trägt. Sehr interessanter Name. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was macht in diesem Projekt? Was ist das Ziel von diesem Projekt? Ja, 5G Precise zielt auf die Landwirtschaft ab. Wir wollen mit dem Projekt einen Demonstrator schaffen, der zeigt, dass mittels der neuesten IT-Technologie, aber vor allem mittels des 5G-Mobilfunkstandards, der ja, in Deutschland so langsam Fahrt gewinnt, jetzt immer weiter ausgerollt wird, dass damit letztendlich Prozesse und auch die Logistik in der Landwirtschaft deutlich verbessert werden kann. Wir können dem Landwirt in Zukunft mittels vernetzten Sensoren, Aktoren, die in Echtzeit Daten liefern, eine neue Informationsbasis schaffen und damit auch Prozesse. Und wir haben uns da speziell auf die smarte Düngung fokussiert. Also sprich, wie kann ich präzise düngen, ohne ein Feld zu überdüngen, beziehungsweise um letztendlich die Wirtschaftlichkeit des Düngeprozesses zu verbessern. Wie kann ich diesen Prozess eben ja, optimieren mittels Einsatz solcher Technologien und dann auch der darum befindlichen Sensorik und Aktorik. Hast eben schon angesprochen, Sensorik spielt bei diesem Projekt ein sehr großes Thema. Das ist auch einen dieser Sensoren heute mitgebracht, den wir uns mal zusammen anschauen möchten. Aber ich würde sagen, das machen wir nicht hier auf unserem Sofa, sondern gerne dafür mal nach draußen. Sehr gerne, wo installiert ist Genau, letztendlich. sehr gut. So, wir befinden uns jetzt vor dem Gebäude vom HAZ, wo Sebastian jetzt eben den Testsensor installiert hat. Sebastian, erklär uns doch mal, wie dieser Sensor aufgebaut ist und wie er konkret funktioniert. Ja, richtig. Also das ist jetzt unser Entwicklungsexemplar. Das heißt, wir befinden uns jetzt auch nicht auf dem Versuchsfeld, sondern eben, wie du schon gesagt hast, direkt vor dem HAZ. Wir betreiben den hier außerhalb des HAZs, um eben diese ganzen Witterungseinflüsse besser bewerten zu können. Und was wir jetzt hier haben, ist ein sogenannter Bodensensor, der Bodenfeuchtigkeit und Bodentemperatur misst. Das ist letztendlich diese Einheit hier, die jetzt hier steckt. Auf dem Versuchsfeld sind tatsächlich jetzt an einer Box mehrere dieser Sensoren angeschlossen. Also wir können bis zu 8 Sensoren hier darüber betreiben. Und diese Box bzw. diese komplette Installation ist eine Eigenentwicklung, die hier am HZ entstanden ist. Auf dem Versuchsfeld selbst sind tatsächlich 12 dieser Boxen mit bis zu 48 Sensoren vergraben. Also sprich, pro Box können wir bis zu 4 bis 8 Sensoren betreiben. Und naja, was jetzt hier natürlich speziell ist, ich habe vorher von 5G gesprochen, das ist jetzt hier eine Ausnahme. Wir nutzen hier nicht 5G, sondern LoRaWAN, weil es einfach, ja, ich sag mal, die energieeffizientere Variante ist und wir haben hier nicht das gigantische Datenaufkommen. LoRaWAN ermöglicht uns dann eine lange Batterielaufzeit, einen autarken Betrieb und dank dem Solarpanel funktioniert das auch sehr gut. Und ja, diese Sensoren laufen 24/7 das komplette Jahr über auf dem Versuchsfeld, messen Daten, die dann eben per LoRaWAN an Backend gesendet werden und dort dann für den Düngeprozess aufbereitet und später herangezogen werden. So, Sebastian, nachdem wir uns jetzt eben draußen deinen sehr interessanten Sensor angeschaut haben, nochmal zurück auf das Projekt. Du hast mir im Vorfeld verraten, dieses Projekt wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. Jetzt arbeitet aber ihr oder du vom HHZ da auch mit. Wie hängt das Ganze zusammen und was macht ihr vom HHZ bei diesem Projekt? Genau, also das ist letztendlich ja, wie du schon gesagt hast, ein Projekt, das auf Bundesebene gefördert wird. Und das bedeutet, dass wir hier mit verschiedenen Partnern in einem Konsortium unterwegs sind. Die Hochschule Reutlingen ist eben eine Partei, beziehungsweise das HZ, die hier mitwirken. Wir haben da eben den Forschungsbeitrag, das ganze Thema
Ich sag mal, mit Technologie anzureichern. Also sprich, wir sind ja auch definitiv im Doing, was das Thema IT-Infrastruktur, Bau von Sensoren, die wir gerade gesehen haben, betrifft. Wir sind aber auch in der Modellierung von Prozessen, von Workflows, von Business Models hier mit drin. Und ja, wie schon gesagt, wir haben einen Landmaschinenhersteller mit drin, wir haben einen Systemintegrator mit drin. Also sprich, das sind nicht nur, ich sag mal, öffentliche Auftragnehmer mit drin, sondern auch Partner aus der Industrie, die hier mitwirken. Ich kann es immer wieder sagen, sehr interessantes Projekt. Ich glaube, wir könnten noch eine halbe Stunde, sogar Stunde darüber sprechen, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Bei den Personen, wo wir jetzt Interesse geweckt haben, wenn die noch mehr sich über dieses Projekt informieren möchten, wo findet man weitere Informationen Ja, dazu? im Netz, wir haben einen Webauftritt, 5g-precise.de. Dort findet man definitiv weitere Informationen in diesem Projekt, neuesten Newsbeiträge. Es passiert immer viel. Wir sind auf dem Inge Hof vertreten, sprich, das ist unsere Versuchsanstalt der Uni Hohenheim. Und da kann man sich gerne auch mal ein Bild davon machen, aber primär gerne auf der Webseite nachlesen, den Artikeln folgen und ja. Sehr schön. Das werden wir dann definitiv auch dann, wenn wir das Video posten, in den Kommentaren den Link hinterlegen. Dir nochmal vielen Dank für deine Zeit. Es war Sehr wirklich gerne. sehr interessant und weiterhin viel Erfolg beim Projekt. Besten Dank.